So, da wären wir wieder. Ein, zwei Sachen, die ich jetzt in dieser und den nächsten Folgen gerne machen würde. Also zum einen haben wir so ein Branch of Yore bekommen, mit dem wir entsteinern können. Und in der Schattenruine war so ein Löwenmann, der im Weg stand, der versteinert war. Den will ich entsteinern. Dann will ich den Zauberstab nochmal aufstufen, weil wir müssten eigentlich diese Titanitbrocken bekommen haben, um es nochmal aufzustufen. Und dann will ich die Klerikerin nochmal probieren. Weil ich glaube, den Spruch hier hatten wir noch nicht, als wir diese 2, 3, 4, 5 Versuche gemacht haben, sie umzubringen. Und das Ding hat ordentlich Wumms. Außerdem haben wir den Zauberstab jetzt noch zweimal aufgestuft oder so und ein paar Punkte Intelligenz gesetzt und in Stamina. Also eventuell könnte das was werden. Ne? Aber jetzt alles Schritt für Schritt. Erstmal Stab aufstufen und dann zu dem Löwenmann und dann gucken wir mal. I knew you'd be around. Jop, ich hätte gerne Reinforce. Unseren ganz normalen Zauberstab von ganz am Anfang. Macht mal eben 11 Punkte mehr. Jop, hätten wir gerne. Wir brauchen jetzt noch 2 Chunks. Das dauert eine Weile. Ausrüstung, also Rüstung weiter aufstufen. Meh. Schaden tut's nicht, aber helfen tut's auch nicht so wirklich. Obwohl, bringt uns Blitzresistenz 1 Punkt mehr. Und sie schmeißt Blitze. Also die Klerikerin. Aber ich weiß ja nicht. Wie schaut's hier aus? Na, hier sind schon 3 Punkte. Aber ich hoffe immer, wir bekommen irgendwann eine ordentliche Robe. Es kann ja nicht sein, dass wir hier die ganze Zeit in unseren Startlumpen rumlaufen und im Startzauberstab und nichts finden für Zauberer. Wir haben jetzt schon 3 Sets oder so für Krieger gefunden. Und 2, 3 für Dexklassen. Der hier sieht cool aus. Das sah magiermäßig aus. Abgesehen von der Peitsche, aber hey. Travel, wir würden gerne... Ugh, wo war das? Die Ruine. Das da. Shaded Ruins. Stopp. Ich habe vergessen, warum wir unter anderem nach Majula gekommen sind. Wir wollten die 78.000 Seelen ausgeben, damit wir sie nicht irgendwo verlieren. Also wieder zurück. Und jetzt intelligent Seelen ausgeben. Ach du Kacke. Hallo? Level up. Also Int wollten wir nicht mehr, Int haben wir 50. Attunement wollten wir so steigern, dass wir es noch einmal bekommen. Das wäre 30. Und dann hätte ich gerne mehr Stamina. So, das sieht okay aus. Husch, also einen Zauberslot mehr. Das sollte jetzt echt reichen für eine ganze Weile. Was haben wir noch an Batterien? Ein bisschen was. Benutzen alle 4. Benutzen 2. Und dann können wir dafür entweder nochmal einen Stufenaufstieg holen oder mehr Kräuter, aber die 3 werden nicht reichen langfristig. Und Pyromantie. Also ich würde mich gerne mit dem beschäftigen. Also gerade jetzt als Talaner macht es wesentlich mehr Sinn, sich mit Pyromantie zu beschäftigen, als Gerugon. Gerugon war halt primär Paladin, Kleriker, Krieger-Typ. Wobei es als Ergänzung gut gewesen wäre. Aber ich fand, das passte halt nicht so super toll dazu. Aber es braucht halt so viel... Was? Es braucht halt so viele Seelen. So. Oh, 52.000 hätten wir schon mal wieder. Ich guck mal ganz kurz unsere Zauber durch, also unsere Pyromantie-Zauber. Da, was haben wir da? Ein Feuerball? Das ist Hex. Das ist wieder nicht Pyromantie, richtig? Ist keine Pyromantie. Braucht allerdings 14 Glauben. Das ist der Haken. Könnte man auch gehen in die Richtung, aber... das ist dann noch mehr. Viel, viel mehr Seelen. Hast du da ein Tuch um deinen Mund rumgewickelt? Das sah ja interessant aus. Also es gibt schon sehr coole Outfits für die Spieler. Ja. So, größtes Problem, was ich sehe, wir haben Glauben 4. Und das ist super. Das ist total ungläubig.
Und absolut schwach. Aber das ist gut, dass das so niedrig ist bei dieser Startklasse. Weil hätten wir zum Beispiel diesen, ich weiß gar nicht, wie er bei DS2 heißt, halt der Bettler, der keine Klasse hat von vornherein. Der hat ja durchweg 6 oder 7er Stats. Und die kann man nicht reduzieren. Das heißt, dadurch wird er niemals so ein guter Magier sein, wie Talana von vornherein war, weil sie halt die Punkte, die ihr jetzt in Stärke und Glaube fehlen, in für sie relevante Fähigkeiten reingetan hat. Und das jetzt nachträglich auszugleichen, nur um diese Hexzauber zu bekommen, dafür müssten die schon richtig, richtig geil sein. Und ich glaube, um das beurteilen zu können, müssen wir erst noch ein paar davon sammeln und gucken, was die so machen. Und das heißt, was machen wir jetzt mit den 52.000 Punkten? Noch mehr Stamina? Also Human wollten wir nicht mehr, Int wollten wir nicht mehr. Adaptability war im Gespräch wegen mehr Agility. Weil mehr Agility heißt, wir können auch schneller Tränke trinken, wir können besser ausweichen und so weiter. Aber das macht nur alle 2-3 Punkte mal 1 Punkt Agility. Dex macht gar nichts. Dex könnten wir höchstens erhöhen für den Rapier. Fit. Ja, Wit bin ich mir nie sicher. Also Wit erhöht unsere maximale Traglast. Und dadurch, dass wir dann weniger prozentual belastet sind von unserer maximalen Traglast, dürften wir weiter rollen können und schneller Stamina regenerieren. Aber ich glaube, ich erhöhe das da und dann Lebenspunkte. So, das muss jetzt auch langsam reichen an Stamina. So, also, das hätten wir. Jetzt gehen wir zu den Ruinen. Travel. Da, da. Entsteiner den Löwenmann, gucken, was dahinter ist. Und danach probieren wir das mit der Klerikerin. So, wo war der Löwenmann? Da war einer. Aber der steht einfach nur rum. Den weiß ich nicht, ob ich den entsteinern will. Ich will lieber den entsteinern, der im Weg stand. Weil das heißt meistens, dass dahinter etwas ist. Da mussten wir hier irgendwo durchspringen. Genau, da hinten ist er. Alle. Alle hops. Du. Was ist hinter dir? Der Wald. Das ist nicht gut. Aber da in der Ruine, da könnte was sein. Benutzen. Greifst du mich an? Was für ein Arschloch. Ich habe dich gerade entsteinert. Ich bin dein Held. Du musst auf die Knie fallen und mich anbeten. Das gehört sich so. Okay. Du halt nicht. Weep. Oh. Na, da haben wir Glück gehabt. Na komm, hau mich. Und irgendwas feuert mich da an, gackernderweise. Und weg. So. Gib mir dich. Oh, weg mit dir. Hast du irgendwie was Tolles an Loot dabei? Nö. Du warst einfach nur ein Löwenmann, der versteinert wurde. Und sich dann absichtlich in den Weg gestellt hat. Ich wette, er hat es kommen sehen. Er hat gesehen, ach du Kacke. Da kommt einer von diesen Glubschaugenviechern. Stelle ich mich mal genau hier hin, damit nie jemand an mir vorbeikommt. Und dann müssen die mich entsteinern. Wenn ich mich nämlich hier hinstellen würde, dann laufen einfach alle an mir vorbei. Ja, genau, das hat er sich bestimmt gedacht. Da ist noch einer. Und der sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Kann das sein, dass der eine goldene Mähne hat und die anderen haben alle so braune? Ich glaube schon. Und jetzt, wo ich die Jungs so sehe, die sind zwar echt zäh, aber man kann gut mit ihnen arbeiten, weil die Angriffe halt doch recht träge sind. Das heißt, einmal zuhauen, wegrollen, zaubern. Zuhauen, wegrollen, zaubern. Und daneben zaubern. Oder gierig werden und eine fangen, genau. Lauf mal da lang und heilig. Guck. So, einmal dich. Dann einen großen, dann war's das. Einen großen, das war. Nee, einen großen, das war's.
So, Goldi, hast du was Tolles dabei? Nö, auch nicht. Ich hätte mir irgendwie vorgestellt, dass wir ein Anführer oder so von denen. Ich muss mir gleich mal die normalen Löwenmänner angucken, die vielleicht auch so eine goldene Haare hatten. Eine Fackel. Ja. Schwieriger Gegner voraus. Nicht entgegenstürmen. Okay. Oh. Freund voraus. Versuche Ring. Ah, bei der Katze haben wir einen Ring. Ja gut, da sollten wir es nicht lernen. Handknochen? Bei der Katze gab es einen Ring, mit dem man die Gedanken des Feindes lesen kann. Den werden wir hier brauchen. Und wir haben ja noch Seelenbatterien. Also müsste das auch von den Kosten her hinkommen. Schwupp, schwupp. Zur Mieze. Mietz. Da. Hallo Mietz, wir hätten da gerne Ring. You do have a time. Buy Item Ring. So, welcher ist das? Flüsterring. Kann die Stimmen von Gegnern hören. 5800 ist gekauft. Satisfied? Mhm. I'll be around. Equipment. Dich weg. So. Lebenspunkt Regeneration, schön und gut. Aber wenn wir jetzt Sachen machen, die eh nur kurzfristig sind, wie mal kurz irgendwo hinspringen, da was gucken, das ist nicht ganz so wichtig. So, du, Travel. Wieder dahin zurück. Shaded Runes. Der sieht auch cool aus. Denke ich auch so schickes Zeug haben für Dalana. So, jetzt machen wir den Sprung nochmal. Erstmal. Ah, er ist wieder da. Ich hatte irgendwie gehofft, dass er jetzt ein wichtiger Typ wird, der nur einmal da ist. Aber ne. Oh, hier oben hat man gar nicht hingeguckt, ne? Ne, hatten wir nicht. Weg. Oh, enger Raum und große Axt. Nicht gut. Und die haben echt braune Haare. Also verstehe ich nicht ganz, warum der eine Typ hier unten uns nichts gegeben hat. Vielleicht hatten wir einfach nur Pech. Es gibt ja Glück in dem Spiel. Gibt extra Gegenstände dafür. Ich hätte vielleicht vorher den Schlangenring anziehen sollen. Ne, wir haben nur Schlangenring, der dafür sorgt, dass wir mehr Seelen bekommen, ne? Ja. So, geh weg. Oh, oh. Weg. So. Das heißt, wenn Goldi jetzt wirklich einmalig war, dürfte er jetzt nicht wieder auftauchen. Aber da ist er wieder. Ah, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Dunk, dunk. Komm, hau. Ich denke, der Zauber ist echt mit am besten gegen die Viecher. Na komm, rest auch noch. Wechsel, Wechsel. Husch. Na komm. Okay. Jetzt was Tolles dabei? Nö. Da. Also nicht angreifen und eventuell einfach nur ihn ansprechen. Jetzt haben wir den Ring ja an. Wir haben ihn an, richtig? Ring of Whispers, ja, haben wir an. Hallo? You've defeated my better half. This is my thanks. Take it. Okay. Fragrant Branch of Yore. Warum haben wir schon wieder einen davon? Okay, aber ja, jetzt kommen die anderen. Wolfsmann, Löwenmann, da theoretisch Endstein, das ist ja auch gut. Und wir haben seine bessere Hälfte umgebracht. Das ist die Spinnenkönigin wahrscheinlich gewesen, huh? What skill? You've defeated my master.
Oh. But our master never dies, and he changes form, so that he may seethe for all eternity. Brave human, you have yet to face your greatest perils. Take these. May joy await you at the end of your travels. Second Dragon Ring. Wer war dein Meister? War das der Nitu-Verschnitt? I have no gods to pray to. But still, I pray that your journey will be safe. Dankeschön. Oh, warm-up gesture. Okay, sehr cool. So, was macht der Ring? Ausrüstung? Ring. Hawkring, Silver Cat Ring. Old Leo Ring. Ah, das da. Erhöht Lebenspunkte, Stamina und maximale Traglast. Wenn wir ein Krieger wären, wäre das super. Sind wir noch nicht. Erhöht die Traglast um 4. Ja, okay, es hilft ein bisschen was theoretisch durch Stamina-Regeneration. Aber okay. Da geht's noch weiter. Also ich denke, ich werde es später durch einen anderen Ring ersetzen. Aber jetzt ist es schon mal schick, einfach mehr Leben. Tod. Einfach mehr Lebenspunkte und Stamina und so zu haben. Ja, Titanite Chunk, sehr gut. I failed. Oh, roll schnell. Sehr gut. Käfer voraus. Haha. Roll. Ich habe das Gefühl, ich war hier schon mal. Jetzt, oh oh. Jetzt sag mir nicht, ich hätte auch auf regulärem Wege hier hinkommen können, ohne die Entsteinungsgeschichte bei dem Löwenmann zu benutzen. Das wäre ein bisschen doof. Ja. Okay. Wir verabschieden uns mal von hier. Gehen dahin zurück zum Leuchtfeuer. Benutzen dann Human Effigy und versuchen die Priesterin.